Hallo von der Aero 2017. Wir sind hier gerade am IDA-Fliegstand. Ich bin bei der AKA-Flieg Braunschweig. Neben mir steht Jan. Jan, was habt ihr denn mitgebracht auf die Aero? Ja, hallo Lea. Wir haben eine Stellwand mitgebracht und wollen unsere unterschiedlichen Baustellen präsentieren, die wir im Moment bei unserem doppelsitzigen Segelflugzeug SB-15, die im Moment da anstehen. Also zuerst ist das die Rumpfschale, die stellen wir im Infusionsverfahren her. Da zeigen wir, wie wir das machen und wie wir wirklich den Rumpf von der Nasenspitze bis hinten zum Leitwerk in einem Bauteil bauen. Wobei vielmehr in zwei Rumpfhälften, die dann danach nochmal kombiniert werden. Das heißt, das ist jetzt ein Stück von der SB-15, von eurem Projekt. Was waren deine Aufgaben im Projekt? Meine Aufgabe ist tatsächlich in die Rumpfstruktur die beiden Piloten zu setzen. Also ich schreibe da gerade eine Studienarbeit drüber, wie man halt die Cockpit-Ergonomie möglichst gut gestalten kann. Und was habt ihr da vorne noch stehen? Ich sehe hier jetzt noch Metallstangen. Genau, die Steuerung spielt natürlich auch eine große Rolle im Cockpit. Und da haben wir die Steuerung zuerst in CATIA schon mal vorgezeichnet. Die lässt sich im Moment immer noch ein bisschen hin und her verrücken. Aber wir haben halt auch schon erste Steuerungsteile für unser Mockup gebaut. Und da kann man hier einfach ein bisschen an der Kinematik rumspielen und mal so einen Mischer in live und nicht hinten im Flieger eingebaut sehen. Was würdest du sagen, was war bis jetzt so die absolut frickeligste, nervenaufreibendste Aufgabe, die im Projekt anstand? Den Infusionsversuch so weit zum Gelingen zu bekommen, das hat schon mehrere Iterationsstufen gebraucht. Da gab es immer wieder neue spannende Problemchen, die gelöst werden mussten. Aber im Moment sind wir eigentlich ganz zuversichtlich, dass wir das hinkriegen. Das hat beim letzten Mal gut funktioniert und ich glaube, den Prozess, den haben wir soweit jetzt vervollständigt und optimiert. Ja, und mehr über die SB-15 von der AKA-Flieg Braunschweig könnt ihr hier am IDA-Fliegstand in der Halle B5 sehen. Wir sind noch bis Samstag hier.